Jo Leute, es geht weiter mit Cave Story und ich bin mal wieder am Anfang der Sacred Grounds, denn ich bin ja gestorben das letzte Mal bei Balos. Juhu. Und ja gut, eigentlich, im Grunde genommen war es nicht das letzte Mal. Scheiße. Egal, ich erzähle einfach weiter. Im Grunde ist es nicht das letzte Mal gewesen, denn es war nur das letzte Mal, seitdem ich aufgenommen habe und das ist jetzt auch schon 2 Wochen her. Das heißt, das letzte Video, das ihr gesehen habt, ist vor 2 Wochen entstanden. Ich habe aber offscreen. Hallo? Okay, irgendwie bin ich gerade ziemlich schlecht, sorry. Ich habe offscreen aber weitergespielt und deshalb verstehe ich nicht, warum ich gerade hier so schlecht bin, weil normalerweise komme ich durch diesen Raum ohne Schaden zu nehmen, aber egal. Genau, ich habe es offscreen gemacht. Ich bin unglaublich oft bei Ballos gescheitert. Er hat mich. Was soll das? Okay, ja, hier könnt ihr jetzt sehen, wie ich fehle. Nein, ich bin sehr oft da gestorben. Ich habe es. Ich unzählige Male versucht, aber einmal habe ich sogar geschafft, ihn zu besiegen. Aber leider, leider lief die Kamera da nicht mit. Beziehungsweise das Aufnahmeprogramm. Ich nehme ja nicht mehr Kamera auf. Und ja, mal gucken, wie das jetzt läuft. Denn mit Kommentar ist das Ganze wesentlich schwieriger als nur ohne Kommentar. Und ich war schon sau froh, dass ich das geschafft hatte. Und ich will es jetzt unbedingt auch mit Kommentar schaffen, damit ihr das auch sehen könnt. Und das war gar nicht schlecht. Einen habe ich nicht aufsammeln können hier von den Kristallen. Gut, gut. Ja, was kann ich sonst erzählen? Sonst ist nicht viel weiter passiert. Ich habe halt Teile hochgeladen, weil ich beim letzten Mal vor 2 Wochen unglaublich viel erstellt hatte. Und eigentlich wollte ich ja jeden Tag was hochladen. Das habe ich aber auch irgendwie nicht geschafft. Keine Ahnung. Ist jetzt egal. Ich hoffe, ich kann das Spiel jetzt beenden, denn ich will endlich mal was Neues spielen. Cave Story ging jetzt lang genug. Ist ein cooles Spiel, aber so langsam geht es mir doch auf die Nerven. Also nein, es geht mir nicht auf die Nerven, aber es ist halt die ganze Zeit immer dasselbe und deswegen, ich will mal was anderes machen. Und ja, deshalb hoffe ich, dass ich es jetzt schaffe. Nee, komm, nicht treffen, das ist egal. Ich versuche jetzt einfach hier durchzukommen. Ich habe es sogar einmal geschafft, durch diesen Raum hier zu kommen oder mich treffen zu lassen. Und das, deswegen, man sieht, ich lasse mich jetzt, ich stürme nicht mehr einfach so hier durch. Ohne Rücksicht auf Verluste, sondern ich gucke schon, wo kommt was, wo kann ich den Engel abschießen und bin hier eher vorsichtiger, denn ich will ja eigentlich keinen Speedrun machen, ich will hier einfach nur durchkommen. Und ich habe wirklich ein paar Videos mir noch angesehen. Ich habe einmal ein Video gesehen, wo jemand, oh, Engel, wo jemand einen Speedrun von den Sacred Grounds gemacht hat, also inklusive Balos. Und ja, der hat das in 2 Minuten und 30 Sekunden irgendwas durchgespielt. Das Gesamte. Wow, aua. Ja, also hier das gesamte Level inklusive Heavy Press, inklusive Ballers. Und da dachte ich mir schon, so, wow, das Respekt. Aber wo ich dann noch mehr gedacht habe, wow, das Respekt. Scheiße, ich bin gleich tot. das liegt daran, dass ich hier so viel labere. War, als ich ein Video gesehen habe, wo jemand das mit 3 Lebenspunkten gemacht hat. Einen minimalen Item-Run. Leute, das müsst ihr euch vorstellen. Er hat wirklich komplett Sacred Grounds. Er ist hier durchgekommen, ohne sich treffen zu lassen. Er hat Balos geschafft, ohne sich treffen zu lassen. Es gibt wirklich ein paar Leute, die das so machen. Und deswegen, es ist möglich. Und ich müsste Balos hier mit 55 Leben eigentlich auch schaffen können. Ich meine, dass ich einen Speedrun nicht schaffe, ist klar. Mir fehlt zum Beispiel die Snake, um diese einen Dinger da schon durch die Wand durch zu aktivieren. Für besonders gute Zeiten. Aber das ist mir auch nicht wichtig. Hauptsache, ich komme durch. Aber mit 3 Lebenspunkten, das ist, wow, echt Respekt. Und wenn ich dann drüber nachdenke, die müssen ja auch erstmal hier hinkommen mit 3 Lebenspunkten. Das heißt, die haben den ganzen Kack vorher auch nur mit 3 Lebenspunkten gemacht. Das heißt, geh den Doktor besiegt, die haben den Kern das erste Mal besiegt. Alles haben die mit 3 Lebenspunkten gemacht. Und da habe ich echt Respekt vor. Sowas kann ich nicht und sowas werde ich auch garantiert nicht machen. Also am Ende dieses Videos hier kommt nicht wie nach Kirby's Dream Land so, ja, wenn ihr das mit 1 Lebenspunkt macht, dann mache ich das auch, wenn ihr das komplett durchmacht mit dem Let's Play. Nein, hier nicht. Denn das, ich weiß, dass irgendwann, wenn ich hier das, was weiß ich, wie oft machen würde, würde ich es wahrscheinlich schaffen, aber ehrlich, Leute, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen kommt das nicht. Wenn ihr sowas machen könnt und dass euch sowas Spaß macht, dann schickt mir eine Videoantwort dazu. Klar, gerne. Ich sehe mir sowas unglaublich gerne an. Aber selber machen, nee, 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 nee. Das ist mir zu zeitaufwendig, zu frustrierend. Weil ich will nicht wissen, wie viele Versuche die Leute da gebraucht haben, um eben diese Zeit hinzukriegen. Und geht zurück. Nein.
nicht von der Explosion erfasst werden. Und nicht vom Pfeil. Gut, das war knapp. Aber es ist ja alles gut. Rakete. Oh, ich... Nein, ich habe mich vom Pfeil treffen lassen. Das ist doch kacke. Gut, kommt her, ihr Engel. Möget ihr fallen vor meiner Pistole. So. Ja. Gut, gut. Ein bisschen Lebensenergie, ein paar Raketenerfahrung. Das ist gut. Oh, ich habe Max. Das ist sehr gut, dass ich die Rakete schon auf Max habe. Da muss ich mir da keine Gedanken mehr drüber machen. Ich will das Herz haben. Nein, ich bin in die Stacheln gefallen, die da unten drunter sind. Ach. Okay, irgendwie läuft das gerade gar nicht gut. Mal gucken, ob ich jetzt hier noch vernünftig Leben kriegen kann. Ich bezweifle es ja. Aber gut, die Heavy Press schaffe ich mittlerweile richtig gut. Also was heißt richtig gut? Ich schaffe sie ziemlich gut. Zwar nicht ohne mich treffen zu lassen, aber so, dass, also beim letzten Mal habe ich es geschafft, dass ich vielleicht irgendwie 5 Lebensenergie-Punkte verloren habe. Das heißt, es geht. Und wenn ich dann Glück habe und bei den Statuen vernünftig Lebensenergie bekomme, dann ist das auch kein Problem. Weil Erfahrung brauche ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wirklich, ich kriege keine Erfahrungskristalle gedroppt, sondern nur irgendwie Lebensenergie und Raketen. Ja, Raketen kann ich gebrauchen. Und dann schauen wir mal, ne? Wow. Nein! Ah, du blödes Mistvieh! Ach, komm schon. Das ist doch nicht zu viel verlangt, dass ich hier ein bisschen Lebensenergie kriege. Danke. Und mich nicht treffen lasse, oder? Aber das ist halt der Fluch der Kamera, die... nein, nicht die Kamera, das Aufnahmeprogramm ist das nebenher läuft. Leute. Tut mir leid, aber es geht leider nicht besser. So, Whimsical Star, du machst bitte den kleinen Engel tot. Danke. Und, ja, ich kümmere mich erstmal um die da oben. So. Du auch. Stirb. Und dein Kollege über dir auch. Dankeschön. Dann, dich kann ich von hier aus erledigen. Ich sagte, dich kann ich... Ja, gut. Für dich kann ich einfach... Oh, ganz viele Herzen. Die will ich haben, die will ich haben. Stirb, danke. So, wenn du mir... Nein, du droppst mir keine. Egal. War trotzdem schön. Abwarten so und... Stirb... Nein. Dein Kollege wirft die Blöcke zu blöd. Ich treffe dich nicht richtig. Gut. Na gut, Raketen, was soll's. Besser als gar nichts, ne? Noch mehr Raketen, aber da komme ich nicht mehr schnell genug dran. Ist mir jetzt auch egal. Ich habe keine Lust, noch mehr Herzen zu riskieren dafür. Meine Whimsical Star reicht hier gerade nicht weit genug. Euch habe ich vergessen. Gut. Wollt ihr mir nicht auch noch ein paar Herzen geben? Da wäre ich sehr dankbar drüber. Leute. Hier? Nein? Nicht? Ein Herz, okay. Besser als gar nichts. 40. Da liegen noch 6 Lebenspunkte. Okay, ich könnte es auf 55 schaffen, wenn ich mich jetzt nicht ganz blöd anstelle und ein bisschen Glück habe. Wow. So, du stirbst schon mal gut. Du kannst uns nicht erreichen. Dann gehe ich erstmal hier rein. Der kann uns treffen. Das ist überhaupt nicht gut. Hey, Moment. Achso, den habe ich mit dem Whimsical Star erledigt. Gut. Ihr dürft schießen gerne und jetzt darf ich schießen. So, wunderbar. Ah, gut, es läuft. Das läuft. Damit komme ich auf 46 Leben. Und, ja gut. Solange ich mich jetzt nicht noch treffen lasse, ist das alles in Ordnung. Dann läuft das. Ah, noch mehr Herzen, gut. Jetzt kommt erstmal, genau, aus diesem Stachelpit hier kommen jetzt noch Engel. So, die mache ich erst fertig, bevor ich da irgendwas aufmache. Weil sonst kriege ich Probleme, wenn von allen Seiten Engel ankommen. Wunderbar. Ja, dich mache ich auf und die oberen lasse ich zu, weil sonst kommen die Engel da überall durch und dann, das ist mein Todesurteil. Ich muss die erstmal nur hier unten durchkommen lassen. Dann kann ich sie nämlich schön abschießen, wenn sie versuchen, hier durchzukommen. Na komm. Ja, auch los, du und dein Kollege, den möchte ich bitte auch noch einmal erwischt haben. Mach mal so. Die Nemesis hat eine höhere Reichweite. Wunderbar. Jetzt genau, jetzt muss ich da hoch und ich muss jetzt hier ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ich möchte wirklich nicht in diese Stacheln fallen, weil die 10 Lebensschaden-Dings da kann ich mir nicht leisten. Das ist unschön. So. Genau, ihr könnt mich nicht da nicht erreichen, auch wenn ich hier oben stehe, oder? Ja, wunderbar. Dann... Komm, jawohl. Jetzt muss ich hier stehen und ganz viel schießen mit Curly nach links zeigen, denn Curly ist ein bisschen höher und wenn die dann schießt, dann können die mich trotzdem treffen. Was soll da jetzt? Okay, so geht's aber. So geht's. Wenn ich jetzt hier bleibe, dann treffen die mich nicht gut. Okay, Leute. Das ist gut. 43 Leben, das ist in Ordnung. Gut, der hat mich nicht getroffen. Ah, noch ein Lebensherz-Dings.
Entschuldigt meine Ausdrucksweise gerade, ich bin ein wenig konzentriert eher darauf, dass ich hier das Spiel schaffe, als dass ich irgendwas Vernünftiges labere. Also verzeiht mir das. Wunderbar, wunderbar. 39 Raketen ist in Ordnung. Nemesis und Spur, gut. Die anderen Waffen, den Feuerball und die Babbler, den brauche ich nicht wirklich. Von daher. Tief durchatmen, Heavy Press. Spur ist aufgeladen. Okay, los geht's. Dann wollen wir mal. Wunderbar, wunderbar. Und einfach Dauerfeuer. So. Ich warte erstmal lieber ab, bis er feuert, genau. Aber ich habe mich vom Engel treffen lassen, nicht gut. So. Nicht treffen lassen. Ah, verdammt. Ich habe die Schusstaste mit der Springtaste verwechselt. Das ist nicht gut. Ich lasse mich zu oft treffen. Aber... Okay, jetzt ist die gleich aber tot. Ich habe das schon mal besser geschafft und jetzt bloß nicht treffen lassen von der Presse, dann bin ich tot. Nein, der Engel hat mich noch... Na egal, wenigstens kriege ich hier nochmal zwei Herzen. 31, okay, Rakete würde ich auch noch haben, gerne. Danke.